Alexander Zverevs Zweitrundenmatch beim Klassiker in Wimbledon ist am Donnerstagabend wegen einsetzender Dunkelheit unterbrochen worden. Der 21-Jährige kämpft dabei beim Stand von 6:4, 5:7, 6:7, 0:7 gegen den US-Youngster Taylor Fritz gegen ein drohendes Aus. Das Match auf Court Nummer 1 an der Londoner Church Road wird am Freitag fortgesetzt. Zverev hatte zu Beginn sehr konzentriert gewirkt. Ein frühes Break zum 2:1 genügte ihm letztlich, um den ersten Satz zu gewinnen. Fritz wehrte sich jedoch nach Kräften und schaffte es am Ende des zweiten Durchgangs erstmals, Zverev den Aufschlag abzunehmen. Durch einen makellosen Tiebreak im dritten Satz hat der 20-Jährige den Favoriten nun am Rande einer Niederlage. Am Donnerstag hatte zuvor die deutsche Nummer 2 Philipp Kohlschreiber, Nummer 25, die dritte Runde erreicht. Der 34-Jährige gewann durch drei Tiebreak-Erfolge gegen Gilles Mahler aus Luxemburg.